Nein, das ist Hochschulen gehen, das ist keine Sportart, das weiß nicht jeder. Ne? Also ist schon Schwierigkeiten da drin. Oder? Also, Janik. Sir? Ich schließe mich dem an, Sir. Schach. Sir. Bewegungsarme Sportart, sagt Familie Hens. Sir. Wir schauen mal eben nach, was die Top-Antworten sind. An fünfter Stelle ist... Ihr Musikel nachgefragt. Das ist gemein. Singen. An vierter Stelle ist... Hier ist ein Feld. Das ist doch ein Begriff. Und wenn man Top-Antwort lautet... Ich hab's gesagt. Oh! Oh! Die Schach! Mensch, das hat der Sir nicht gewusst. Ja, mit so einem Team kannst du nicht gewinnen. Leider Gottes hat jetzt nicht gereicht fürs Finale. Trotzdem vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben heute beim Familienwelt Weihnachtsfest in Heiligenfelde. Ein großer Applaus für Familie Hens. Ja, Sören war schon mal mit dem Sportart. Also da kann man schon sagen, falsch ist es eigentlich nicht. So, Ottmar. Ich weiß nicht, wie ihr es geschafft habt, aber ihr seid im Finale. Wer soll denn mit dir das Finale spielen? Jo, einmal ich und der Tommy. Sicher? Jo. Dann geht der Tommy einmal bitte hinten in die Kabine, der Ottmar kommt zu mir nach vorne. Aber bevor wir dieses Finale beginnen, haben wir eine kleine Werbepause. Ein bisschen Geduld. Familienduell Weihnachtsspecial hier in Neuburg, in Heiligenfelde. Ein kurzer Versprecher. Ja, neben mir ist der Ottmar, der das Finale spielen wird hier heute mit mir zusammen mit dem Tommy. Die Familie Fickluschen, für die nicht zugeschaut haben, eben gerade sind die Speed-Dating-Stars vom letzten Jahr, die sich wacker geschlagen haben und sich ins Finale gekämpft haben. Ottmar. Erklär mal kurz die Regeln, ich glaube, es ist besser. Ich stelle 5 Fragen. Du hast 20 Sekunden Zeit, diese zu beantworten. Wenn du nicht weiter weißt, hast du am besten weiter und kannst dir nicht mehr überlegen. 200 Punkte müsst ihr erreichen. Das Spiel beginnt zuerst, wenn ich wieder sage, 130 Felder haben mich ja gefragt. Ist das soweit klar? Was? Ja, wir beginnen. Also, bereit?
100 heiligen Felder haben wir gefragt. Nennen Sie eine Stadt mit C. Zwickau. Ein Tier mit 6 Beinen. Spinne. Etwas, was man schlägt. Wagen. Ein Tier mit Stacheln. Starrebär. Eine Figur, die im Krimi häufig der Täter ist. What? Ja, Otto, das war jetzt nicht so gut. Aber wir hoffen mal, dass einige von den Leuten vielleicht dasselbe gesagt haben. Und dann kommen wir zu mir. Die erste Frage war, geht es nicht mehr kurz? Bisschen nervös, Junge. Die erste Frage war, eine Stadt mit C. Hast du gesagt, Zwickau. Ist nicht ganz richtig, ist ein Z-Haut, ne? Wer hat das denn noch gesagt? Dö! Die nächste Frage war, ein Tier mit 6 Beinen. Hast du gesagt, die Spinne? Wer hat das denn noch gesagt? Dö! Aber noch ist nichts verloren. Wir haben noch 3 Fragen, wo du noch echt Punkte hast. Die Antworten waren auch nicht so schlecht. Die nächste Frage war, nennen Sie etwas, was man schlägt? Hast du gesagt, ein Kind? Bevor ich jetzt frage, sind deine Eltern hier? Oh ja, Also, wer hat das denn noch gesagt? 3 Leute. Geschwister auch hier? Einen Bruder vielleicht? 3 Stück heute. Ein Tier mit Stacheln. Hast du gesagt, der Stachelbär? Klingt richtig? Was haben die Leute gesagt? Dö. So, jetzt wird es langsam eng. Letzte Frage noch. Eine Figur, die im Krimi häufig der Mörder ist, war deine Antwort Edward. Kenne ich jetzt nicht genau, weil es ist auch Fachjargon. Müssen wir mal schauen, was die Leute gesagt haben. Dö. Leider auch nichts. Dann zählen wir mal zusammen. 3 Punkte. Dann hoffen wir mal, dass der Tommy da noch ein bisschen rausreißen kann. Tommy, kommst du bitte nach vorne? Oh, das ist aber eigentlich nicht erlaubt. Ich guck auch noch Kinder zu. Tommy, bevor wir anfangen. Hey, bevor wir anfangen, der Ort hat sich sehr gut geschlagen. Die Antworten waren nicht ganz schlecht. Leider haben die einen Felder wahrscheinlich nicht genauso gesehen. Er hat ganze 3 Punkte geholt, das heißt, du musst noch 197 Punkte holen. Das wird ja wohl zu schaffen sein. Bevor wir anfangen, was möchtest du denn mit dem Geld kaufen? Hast du da einen Wunsch? Ja, vor Mama. Auf jeden Fall ein iPhone. Ein iPhone? Ja. 4er, 5er? Alles rein, erstmal. Gut. Also, Tommy. Auch bei dir stellen wir 5 Fragen. Du musst jetzt noch 197 Punkte holen. Du hast 5 Sekunden mehr Zeit als der Ottmar, also 25. Auch bei dir. Es geht erst los, wenn ich gefragt habe. Also Punkt 3. 100 heilige Felder haben wir gefragt. Nennen Sie eine Stadt mit C. Ja, das ist der Ballermann, den nehme ich da. Das ist China. Ein Tier mit 6 Beinen. Das ist 1000 Füße. Etwas, was man schlägt. Ja, Sahne. Was? Sahne. 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 Ein Tier mit Stacheln. So ein, hier, mit so einem Ding, so ein Einhorn.
Eine Figur, die im Krimi häufig der Mörder ist. Wo hat der Täter, Mann? Steht schon mal drin, ne? Das war schon mal besser als beim Ott bei Ihnen gerade. Gute Antworten. Schauen wir mal nach, was die Punkte dazu sagen. Die erste Frage war eine Stadt mit C. Hast du gesagt, China? Ja, China. Wo liegt denn China? In China. Ja. Was haben denn die anderen dazu gesagt? Dö. China ist halt keine Stadt. Ne? Die nächste Frage war ein Tier mit 6 Beinen. Hast du gesagt, ein Tausendfüßer? Tausend Füßer. Wer hat das denn noch gesagt? Oh, die Säule, ey! Ja. Nächste Frage war etwas, was man schlägt. Hast du gesagt, die Sahne? Kann man schlagen, bestimmt richtig. Wer hat das denn noch gesagt? 11 Leute! Ein Tier mit Stacheln, hast du gesagt, ein Einhorn. Wer hat das denn noch gesagt? Und die letzte Frage war, eine Figur, die im Krimi häufig der Mörder ist. Hast du gesagt, der Tätermann? Wer hat das denn noch gesagt? Wenn wir jetzt mal zusammenzählen, sind das 185 Punkte, die noch fehlen. Hat leider so gesehen nicht gereicht. Komm mal bei der Mitte deinen Leuten nochmal hin zum Ottmar und zu den anderen Leuten. Ja, was soll ich sagen? Das iPhone muss noch ein bisschen warten. Vielleicht bis zum nächsten Mal, hat nicht gereicht. Trotzdem vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Einen großen Applaus bitte an die Fickluschen. Der Vorhang, der doch zugeht. Liebe Zuschauer, vielen Dank bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Euer Sache, der Laufmann.